Wir von P1 Gaming e.V. sind hier beim 24-Stunden-Rennen direkt in der Boxengasse vor einer besonderen Box. Dahinter verbirgt sich ein BMW, nämlich der BMW von den Hellracers. Und wir haben jemanden ganz Besonderes heute, nämlich den Markus Gerzak. Viele Simracer kennen ihn. Markus, du bist selber Simracer, aber auch aktiv im Motorsportleben. Erzähl mal ein wenig darüber. Ja, ich bin dazu gekommen über eine Internetanzeige und habe mich dann einfach mal beworben. Und kümmere mich hier bei uns im Team um die Reifen. Vom Aufziehen, vom Kontrollieren, Druck einstellen, bis aufs Auto, vom Auto wieder runter. Und unsere Mannschaft besteht eigentlich nur aus Hobby-Rennfahrern. Wir haben hier beim 24-Stunden-Rennen Südkoreaner dabei, der kommt seit 3 Jahren extra hier rüber für das Rennen. Wir haben diesen holländischen Fahrer mit am Start, der fährt in der VN für ein anderes Team. Und ansonsten unsere 2 Stammfahrer, den Michael Mönch, dem auch das Auto gehört und das Team gehört. Und den Jan von Kitrowski, der ist eigentlich seit 3 Jahren bei uns im Team. Aber ansonsten sind wir eine reine Amateurmannschaft, machen alles selber und ja, gehen in der VLN am Start, wo wir dieses Jahr 2-mal schon auf dem Podium gelandet sind und hoffen, dass die Saison so weitergeht und 24-Stunden-Rennen in erster Linie ankommen, aber die Hoffnung nach vorne was machen zu können. Ja. Sonst kann ich jetzt eigentlich weiter nichts dazu sagen. Wie hoch schlägt denn der Puls, wenn man weiß, jetzt gleich in wenigen Stunden fällt der Startschuss, 24 Stunden grüne Hölle? Ja, jetzt im Augenblick ist es, glaube ich, wie bei den Fahrern, ist man noch sehr entspannt. Man ist auch eigentlich die ersten 20 Stunden sehr entspannt. Aber wenn es dann in die letzten 4 Stunden geht, dann wird man nervös, dann hörst du auch als Mechaniker, was sie über Funk sagen, du guckst dir jeden Reifen 10-mal an, ob er in Ordnung ist, weil es halt der Reifen das Wichtigste mit am Auto ist. Und die letzte halbe Stunde, dann ist das Blut eigentlich gefroren, könnte man sagen. Dann ist man froh, wenn es rum ist und dann geht die Arbeit weiter. Man muss es abbauen, aber bis dahin ist es eigentlich Spaß, Stress, Adrenalin, eigentlich von allem etwas. Ja, meistens ist es ja so, dass nur die großen Teams im Fernsehen gezeigt werden oder in den Interviews sind. Ein bisschen geht ihr als Amateurmannschaft da unter, obwohl bei euch ist doch die gleiche Action. Ja, sei es jetzt auf der Strecke, sei es Arbeiten in der Box. Ja, eigentlich ist es bei uns noch mehr Action wie bei den Großen. Weil bei den Großen, die haben einen festen Ablauf. Die Großen haben, sage ich mal, noch 2 Autos irgendwo in dem Trailer drin liegen. Und wir haben mit Ach und Krach ein Getriebe dabei, vielleicht noch einen Motor und ein paar Bremsbeläge und den Rest müssen wir mit einem guten alten Vorschlaghammer und mit einem Panzertape richten. Und es ist eigentlich sehr schade, dass in den kleinen, im Fernsehen wenig gezeigt wird und auch in den Medien allgemein wenig rüberkommt. Und das ist umso besser oder umso interessanter, dass dann so Leute wie ihr da seid, wo man dann auch mal sagen kann, ey, guck auch mal nach den Kleinen. Weil die Kleinen sind eigentlich der Hauptbestandteil beim 24-Stunden-Rennen, auch in der VLN. Wenn es uns nicht gäbe, wären hier keine 150.000 Zuschauer oder bei der VLN keine 10.000 Zuschauer. Dann wird das Schwein interessieren. Ja, ist so. Ja, die Großen, die kommen zu den 2 Pflichtveranstaltungen, ja, dass die ihre Runden abgesessen haben. Und dann nächstes Mal sieht man sie dann nur noch bei den 24. Aber ihr lebt wirklich die Strecke. Ihr macht die VLN. Wie oft seid ihr hier? 8-mal, 9-mal im Jahr? 10-mal im Jahr. Zehnmal mit Einstellfahrten, dann sogar noch RCN. Nach dem 24-Stunden-Rennen mache ich auch noch die restlichen RCN-Läufe. Wir haben noch einen V5, also eine Nummer größer, den BMW. Und der ist für die RCN dann gedacht. Ja, du bist eigentlich, wenn ich alles zusammennehme, 20 Mal im Jahr hier oben. Ja. Markus, ich bedanke mich erstmal bei dir, dass du uns da... Ja, dass du uns da erstmal den... Vorab Einblick gegeben hast. Wir gucken mal, vielleicht haben wir die Gelegenheit, im Laufe des Abends noch vor euch ein Fahrrad zu kriegen, dass wir auch da mal die Stimme hören. Und ja, ihr seht, wir bringen auch die Kleinen ins Fernsehen. Ja, vielen Dank, dass ihr euch das angetan habt, dass ihr auch mal nach den Kleinen geguckt habt. Ich wünsche euch noch viel Spaß und würde mich freuen, wenn ihr nochmal vorbeikommt. Ich werde nur unseren Jan anquatschen, der macht das bestimmt heute Abend nochmal gerne ein Interview mit euch. Aber ja, danke erstmal, dass ihr da wart.